Hallo Freunde, willkommen zurück bei Trine 2 Director's Cut im DLC. Ja, das Spiel ist noch nicht vorbei, es geht noch weiter. Aber bevor ich in den Brunnen steige... ...hole ich mir noch die EP und zeige euch den Schwebemodus. In der Steuerung kann man den Schwebemodus aktivieren und dann muss man einfach nur zwei Plattformen aufeinander stellen. Die untere packen und man kann fliegen. Ich glaube im normalen Modus, oder sagen wir in der Erstveröffentlichung Trine 2, vielleicht sogar schon in Trine 1, war das ein Bug, weil ich glaube nicht, dass das so gewollt war. Und dann hat man das kurzerhand als Fähigkeit angerechnet, die man an- und ausschalten kann. Ich werde es anmachen, aber nur nutzen, wenn wir vor wirklich nervigen Energien stehen, die mich enorm viel Zeit und Nerven kosten würden, sie zu holen. Das sollte ja nicht so oft der Fall sein. Irgendein Trank ist jetzt hier noch weggefallen. Ich höre ihn doch. Wo ist er denn? Hä? Ist der jetzt in die Wand gefallen oder was? Ich sehe ihn jedenfalls nicht. Ja, leicht buggy das Ganze. Eigentlich ist das jetzt nicht normal. Ja, aber der Tank ist tatsächlich weg. Lol. Als Fähigkeit haben wir zwei Fähigkeitspunkte. Ich mach mal Monsterschweben an. Und den anderen, den lassen wir mal. Ist eh zu wenig. Ich muss ja auch nicht jeden Erfahrungspunkt mitnehmen. Ich sag's nochmal. Was haben wir denn da für ein Rad? Da kann ich unmöglich durchschwimmen. Nee, das geht nicht. Dazu müsste das Wasser schon weg. Und anscheinend kann man das auch wegmachen, weil da unten sind Tränke. Da oben wäre wieder Erfahrung. Ach so, auf das Fass kann ich gar nicht drauf. Das wäre so ein Beispiel, bei dem ich fliegen würde. Sollten wir erst nach Margaret suchen, ehe wir die Kobolde verjagen? Die passt schon auf sich auf. Sie speit einfach Feuer auf jeden, der sie auch nur falsch anblickt. Das stimmt. Kümmern wir uns erst um die Kobolde. Ich glaube, hier muss ich eine Plattform machen und dann schnell zu Soja wechseln mit ihren Bombenpfeilen und das da oben dann zerstören. Oder kann ich so schießen? Ich kann so schießen. Okay, dann brauche ich die Plattform gar nicht. Halt! Nicht wieder irgendwo in irgendwelche Wände schmeißen, die Tränke. Die hätte ich schon ganz gerne auf meine Hand. Danke. Ja, wie groß der DLC ist... Das weiß ich noch nicht, aber die Level sollen auf jeden Fall sehr unterschiedlich werden, von der Kulisse her. Also nicht wie im normalen Spiel, 50% Wald und Höhlen und dann ein bisschen Eis und Feuer, nein. Es soll viel, viel mehr geben, was wir noch gar nicht gesehen haben. Okay. Ich weiß, es dauert jetzt ein bisschen, bis ich hier die Erfahrung habe, aber es geht gleich weiter. Muss ich denn irgendwas mit dem Wasser machen oder nicht? Sieht auch so verdächtig aus, oder? Aber hier ist eigentlich nichts. Da hängt nur Erfahrung oben rum. Ja, obwohl. Wie komme ich denn sonst darüber? Ah, Moment mal! Eispfeile! Warum nicht? Ne? Funktioniert doch. Ja. Wunderbar sogar. Vorsicht, schmilzt gleich. Ja. Gut. Ja, Moderpilz. Da könnte ein Secret sein. Da ist sogar ganz sicher eins.
Nein? Okay. Überraschenderweise nicht. Oder vielleicht von oben. So, geh rein. Nee, doch nicht. Sah nach Secret aus, ist keins. Schieß ich mal da einen Bombenpfeil hoch. Dann kommt hier das Zeugs runter. Ja gut, das ist so eine, das ist als so eine Treppe gedacht, ne? Ich sehe schon. Wie komme ich da denn ran, du? Ach, ich probiere es gar nicht. Das ist jetzt zu nervig. Das sind auch nur zwei Energiepunkte. Braucht man nicht wirklich. Oh, knappes Ding, du. Dann mach mal hier. Ah, ne, brauche ich nicht. Da oben ist Holz. Ne, nicht da. Da. Danke. Alter. Oh Gott, die ganze Stadt brennt. Das darf doch nicht wahr sein. Oh, wir kriegen Besuch. Von einem neuen Suizidschwein. Ja klar, komm, wieso... Das kann man auch gar nicht abwehren, oder? Jetzt bin ich tot. Ich brauche schnell einen Save Point, damit ich den Ritter wieder bekomme. Und Soja kann ja mit ein paar Bombenpfeilen hier rumballern und du rennst sie alle um. Yeah. Die explosiven Fässer anzuzünden, das kann auch nicht schaden. Hey, was sind denn das für neue Gegner? Die sind total overpowered. Seht ihr das? Der hat jetzt auch den Ritter mit einem Schlag gekillt. Das kann es doch echt nicht sein. Den da, den meine ich. Aber die Bombenpfeile, die werden dich früher oder später hoffentlich besiegen. Und außerdem kriege ich Hilfe von hinten. Von dir hier nämlich, danke. Du Idiot. So, jetzt ist Ruhe. Eieiei. So, da oben auf dem Balkon ist noch etwas. Jetzt ist man natürlich schon verleitet, öfter mal zu fliegen. Aber ich werde es wirklich versuchen, nicht so oft zu tun. Oh, jetzt ist selbst da oben was. Und wie kriege ich das Zeugs? Hä? Lol, der Bombenfall hat meine Kiste getroffen. Das war jetzt eher suboptimal, glaube ich. Naja, dann lassen wir auch diesen Erfahrungspunkt einfach mal liegen. Bin so Erfahrungspunkte geil, das gibt's doch nicht. Ein Schalter. Und ein Knopf. Was macht... Ach so, ich... Ja. Der Knopf lässt die untere Plattform nach oben gehen und der Hebel die zweite. Und das muss halt gut getimed sein und nicht so, wie ich es gemacht habe. Also gut, erstmal dich, dann dich und jetzt schnell rüber. Das ist nicht schnell. Verdammt. Aber man hat schon echt wenig Zeit dafür. Hä? So schnell ist die Alte doch gar nicht da drauf. Ich brauche eine Kiste, weil dann komme ich leichter darauf, glaube ich. Aber dann kann ich wiederum nicht so einfach das hier treffen. Ich probiere es trotzdem mal. Hä? Wieso hat es nicht funktioniert, bitte? Habe ich nicht getroffen hier? Oder was? So, jetzt. Das gibt's doch nicht! Was ist das hier für ein Scheiß? So geht's. Der Zauberer hat's drauf. Wir müssen aber nochmal darüber, sehe ich gerade. Keine Angst, ich flieg dann einfach rüber, weil wir haben es ja schon geschafft. Nee.
Na, dich will ich auch haben, genau. Oh, jetzt sehe ich gerade, ich hätte von Anfang an rüberfliegen können, oder? Wenn ich das hier belaste. Das wäre dann nicht einmal mit diesem Schwebemodus gewesen, sondern einfach mit der Fähigkeit des Ritters. Also kein Betrug, sondern schlau gedacht. Versteht ihr, was ich meine? Ja, es geht. So schaut's aus. Das Wasser brauche ich, um ja, das Feuer zu löschen. Geht, wenn ich mich draufstelle. Oder etwas. Doch nicht so einfach, wie ich gedacht habe. Und wie komme ich da ran? Das kann man jedenfalls nicht kaputt machen. Keine Ahnung. Oder wozu ist das Rad? Für nichts. Jetzt muss das Wasser da drauf. Ach man, ich weiß es nicht, Leute. Ich weiß es nicht. Aber ich muss mich da drauf stellen irgendwie. Ja. Und dann mit dem Ding hier das Wasser weiterleiten, glaube ich. So. Ja. So geht zumindest das Feuer aus. Und da drüben habe ich keine Ahnung, wie ich an die Erfahrung komme. Aber Moment. Ich möchte noch eins probieren. Ach, das lässt sich runterdrücken. Und dann kommt man vielleicht irgendwie von unten dorthin. Ich wollte es nämlich so rausnehmen. Oder vielleicht kann ich es jetzt schon... Nee. Aber das ist ein großer. Komm her. Naja. Dann halt nicht. Muss es irgendwo Wasser geben und dann kann man da vielleicht durchtauchen. Aber ich sehe einen solchen Ort leider nicht. Da hoch komme ich ziemlich einfach. Und schon wieder ein Level up. Das ging sehr schnell. Aber wir waren auch sehr fleißig mit dem Sammeln. Und du, hör auf, mit dieser scheiß Kanone zu schießen hier. Kann man die nicht kaputt machen? Nein, anscheinend nicht. Oh, noch mehr von euch Spinnern. Ah. Ha, da habe ich irgendwas ausgelöst. Ach stimmt, das sind ja Bombenfässer. Gleich mal draufballern. Komm, geh hoch, geh hoch. Sehr gut. Jetzt sind sie tot. Haha. Was haben wir da für einen Hebel? Aber erstmal die Erfahrung dort oben holen. Da leben noch welche. Es glückt. Ich glaube, größere Plattformen sind besser. Und in die Mitte stellen. Auf jeden Fall in die Mitte stellen. So, haben wir alles? Nein. Okay. Ist voll lol. Aber es ist ja auch logisch. Warum sollte das nicht gehen? Da kann ich aber auch ganz einfach mit Soja hoch. Oder auch nicht, weil der Enterhaken nicht greift. Was zur Hölle? Warum nicht? Das ist doch Holz. Da schon. Ah, da muss man sich dann vorarbeiten, denke ich. So, und dann hoch. Gleich kümmere ich mich um die Gegner. Ich sehe nur nichts. So, meine Freunde. Hier. Bombenpfeil.
Oh, der war ein super Treffer. Und der auch. Nice Kombi. Was kommt jetzt? Was ist das für eine komische Apparatur hier? Kann man da unten durchtauchen? Nee. Achso, da ist ein Hebel. Ist das ein Katapult oder so? Ja, ich kann mir schon denken, wie das gedacht ist. Ich muss das da hochschießen, mich dranheften und dann... irgendwie dort hochkommen. Ha! Das ist ja eine coole Idee. Aber nicht ganz einfach. Das sieht gut aus. Ja, zwar voll auf den Kopf, aber es hat funktioniert. Gegen wen kämpft ihr denn da? Gegen diese Idioten. Hier. Schon habt ihr verkackt. Oh nein! Zurück in die Sümpfe mit euch. Hallo, ich sehe nichts. Ich werde angegriffen von dem einen Goblin. Ist das nicht ein bisschen unfair? Hallo, ich sehe nichts. Und der schlägt mich da seelenruhig. Nö, ist ja nicht unfair. Nein. Ich habe schon halb verkackt. Und dafür kann ich nicht mal was. Ja, super. Mit dem Zauberer kann ich viel machen, weißt du? Ich habe 2 Fähigkeitspunkte. Aber was bringt das schon? Gar nichts. Ja, muss leider sterben. Weil das Ganze nicht ganz fair war. Ja, wo starte ich denn jetzt? Hinter dem ganzen Panzer? Ja, das ist eigentlich sehr gut. Vor allem, weil ich den Safe Point nicht mal aktiviert habe. Jetzt kann ich hier von hinten angreifen. Trotzdem muss erstmal der Große sterben. Weil der macht den meisten Ärger. Der hat aber auch eine Lebensanzeige, wie ihr da rechts seht. Mit ein paar Bombenfallen ist die Sache aber relativ schnell gegessen. Jetzt nehme ich doch mal hier den Ritter, weil der Hammer ist natürlich das Stärkste. Und wenn er schon seine Keule schön in den Boden rammt, dann kann er auch mal hier voll auf die Fresse kriegen. Sehr gut. Zum Glück hilft ihnen der Typ dort im Hintergrund, oder im Vordergrund besser gesagt, nicht. Ach, ich kann das Teil anscheinend kaputt machen. Ja, aber übelst. Warte, warte, so ja. Da oben sind explosive Fässer. Warte, 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 ich komm da hoch. So. Das ist jetzt mein Panzer. Und ich beschließe, dass er zerstört wird. Ist das klar? Wow, fuck! Nee, nee, das ich wollte ich gar nicht. Ich wollte jetzt nur flüchten. Halt! Bleibt stehen und hört zu! Wir haben die Margaret. Was? Amadeus, bist du was? Margaret. Oh, wo zum Teufel warst du denn? Sprich, und zwar schnell. Der Lindwurm wird sich um euch kümmern. Ich wünsche einen guten Flug. Oh, jetzt begreife ich. Du inszenierst das hier nur, damit ich nicht länger böse mit dir bin. Hä? Und denk dran. Kommt nicht zurück, sonst ist die Frau dran. Gute Reise, wohin auch immer. Und bring endlich das Weib zum Schweigen. Ho, ho, ho. Vom Kobold Whis überlistet, ward das Trio von einem schrecklichen Lindwurm in ferne Lande geflogen. Wohin bringen Sie sie? Die Kobolde hatten gedroht, Margaret etwas anzutun, kehrten die Helden zurück. Feiglinge! Alles Feiglinge! Eine unschuldige Frau zu entführen! Naja, eine Frau. Eine düstere Wendung in der Geschichte der Helden. Typisch Deutschland. Der Vorleser wollte allen Ernstes nicht töten vorlesen, dass ich nicht lache. Oh, was haben wir denn hier Geiles? Da ist sie schon, die erste Kulissenänderung. Und ließ die Helden in einer staubigen Einöde zurück. Widerwärtige Wilde! Wir müssen Margaret und die Drillinge finden. Die Kinder hat niemand erwähnt. Sie sind bestimmt in Sicherheit. Was für eine schreckliche Hitze. Ich koche in meiner Rüstung. Das glaube ich dir. Aber es sieht sehr cool aus hier. Gefällt mir. Nur der Sand hätte vielleicht noch ein bisschen mehr Orange vertragen können. Warum kommt er nicht und führt uns zu Margaret? Aber wir stehen noch immer unter seinem Zauber. Sind noch verbunden.
Kopf hoch, wir finden sie. Arme Margaret, welche Gräuel sie jetzt erdulden muss. Episch. Sehr episch. Yay. Dann bin ich echt mal voll gespannt, wie dieses Wüstenlevel wird. Ich freue mich ja über jede Kulissenänderung. Eis und Lava hat mir ja schon sehr gefallen. Und Wüste sieht auch grafisch echt cool aus. Wow. Das erste Monster. Einfach mal schön ein Feuerschwert draufhauen und dann funktioniert das auch. Kommt relativ wenig Gegenwehr. Das begrüße ich. Boah, das ist jetzt runtergefallen. Aber ich habe es trotzdem geschafft. Zumindest die eine Seite. Stimmt, Soja kann sich hier ja locker wieder hochziehen. Ich weiß gar nicht, was ich jetzt noch leveln soll. Ich muss mir das mal genauestens angucken. Aua! Ach so, scheiße! Das war nicht gut. Ich hätte da wohl irgendwas mit dem Kaktus machen müssen. Den verbiegen oder so. Aber wir sind genüsslich runtergeflogen. Warte, ist da noch was drin? Nein. Ja, da könnte man schon ein interessantes Sand-Gesteins-Level draus formen. Und zudem diese ekelhaften Biester da. Ach, die können solche Energiebälle schießen. Apropos Energieball. Das sieht schon wirklich so aus wie ein Energieball. Also die Pokémon-Attacke. Oder? Lol. Was ist das überhaupt? Irgendeine Schlange oder ein Kaktus? Diese Statuen haben komische Köpfe. Oder beides. Es bleibt nicht bei der Wüste. Wir gehen jetzt... Ein gleißend heißer Sonnenstrahl. Irgendwo rein. Er ist ein wohl Tempel. Durch eine Linse gebündelt. Warum nicht? Ist ja noch geiler. Tempel, oder? Und... Aua! Sieht auch wieder so aus, als gäbe es hier ein Lichträtsel. Boah, ist das heiß. Ich bräuchte diese Sonne, um den ganzen Schnee dort draußen zu schmelzen. Bei mir im Real Life. So, das Tor ist offen. Wir können durch. Oh, doch nicht. Glück gehabt. Was zur Hölle? Ein Felsen. Aber aufgepasst. Nichts ist passiert. Da oben ist Energie. Alles klar. Habe ich jetzt keine Ahnung, wie ich rankommen soll. Irgendwie mit Soja wäre es wahrscheinlich gegangen. Und ich habe es tatsächlich verkackt, die zweite mitzunehmen. Naja, das schafft dann Soja auch alleine, oder? Ja. Aber bitte ohne zu sterben. Nicht so wie der Zauberer. Und da unten haben wir noch was. So, genau. Ist viel sicherer, so wie es Soja macht. Lol. Nee. Kommt allerdings auch nicht an alles ran. Vor allem dieses Ding hier. Ja, scheißegal. Komm, geh mal weiter. Boah, es stürzt ja hinab. Muss kurz hier alles kaputt machen. Nein, Bombenpfeile. Unter dir! Ja. Genau. Und jetzt? Wo bin ich jetzt? Die Blicke der Helden fielen auf die Malerei an der hinteren Wand. Wer ist das denn? Scheint den Kobolden wichtig zu sein. Vielleicht ein Koboldgott? Vielleicht. Angriff! Mumien. Das wird gefährlich und gruselig. Hier, fang! Genau, ich könnte den explosiven Hammer noch aktivieren. Das wäre noch schön stark für den Ritter. So, Mumien sind schon tot. Also spüren sie keinen Schmerz, aber ich kann sie wenigstens auseinandernehmen. Hey, hey, du Gestörter. Was wirfst du mich hier ab? Mit deinem Seemanns-Ding. Haken. Seemanns-Haken. Hier, hast du bekommen, ja? Haben wir geregelt, gut. Och, ich glaube, das Wüstenlevel, das wird mein Lieblingslevel überhaupt.
Hier kann man noch richtig geile Sachen draus machen, oder was meint ihr? Boah, schnell durch. Scheiße! Damit habe ich nicht ich kann nicht sprechen. Weil mich das jetzt so überrascht. Damit habe ich nicht wirklich so einen gestörten Shit gemeint. OMG. Vor allem, wie soll ich denn an die unteren rankommen? Also das geht so. Wie man rüberkommt, war... Ja super, da war kein Checkpoint. Ich kann jetzt nicht mehr zurück und ich brauch so ja. Oder? Ich hab voll verschissen ohne Soja. Das war's. Ich hol mir noch den Energie. Nee. Ja. Das lief jetzt nicht gut. Und nochmal. Ja, hier geht's ab. Viele Fallen, viele Gegner. So stellt man sich doch einen Tempel in der Wüste vor. Wie soll ich denn das eigentlich machen, Mann? Kann ich da hoch irgendwie so? Das wäre cool. Dann kann ich mich mit dem Zauberer rüberbringen. Ja? Genau. That's what I needed! Oh nein! Dann warte ich, bis es zurückkommt und nutze den Schwung, um darüber zu kommen und brauche jetzt ein bisschen Glück, hab aber Pech, dass das Ding genau in dem Moment bei mir entlang säbelt. Ja, dann werde ich wohl wieder sterben. Ja. Das ist nicht meine Stelle hier. Auch wenn Pech dabei war. Lol. Schiete, 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 schiete. Ja doch, mach mal die gleiche Taktik nochmal. Und dann mit dem Ritter runter. Weil der kann das mit dem Schild viel ruhiger machen, viel sanfter und wir kommen locker rüber. So. Die drei da unten, die können mich mal. Und wie es hier weitergeht mit der Hitze, den Mumien und den Tempelrätseln. Das seht ihr bald bei Trine 2 Director's Cut. Bleibt dran!